So, City Skyline 2 abonniert, um keine weiteren Folgen zu fassen von City Skyline 2. Ich freue mich auch über ein Like. Machen wir weiter. Wir beginnen jetzt einen neuen Spielstand und guck mal, welche Karte wir auswählen. Hier auch schön viel bauen und viele Ressourcen haben. Gucken wir mal, 42, 41. Gibt es auch Jahreszeiten? Gucken wir mal. Schön viel Bauplatz. Ist ein bisschen zu wenig. Wie ein paar Inseln. Das hört sich gut an die Karte. Müssen gucken. Straßen haben wir schon, Züge, Flugzeuge brauchen wir. Na, ist ganz gut. Viel Bauplatz da, wie es aussieht, die Karte. Wenig Berge, genau was wir brauchen. Karte wählen. Denn wir brauchen keine Hilfe. Unbegrenztes Geld, nee. Linksverkehr nicht. Naturkatastrophen nimmer. Ich weiß gar nicht, wann die kommen. Ja, sind ja nie gekommen. Dann würde ich sagen, dann starten wir das Spiel. Kurze Ladezeit, mal gucken, wie lange das Spiel lädt. Ist ganz schnell. Erstmal müssen wir noch gucken, wo wir anfangen. Die Straßen. Dass nicht mehr so viel Stau gibt. So, das ist schon fertig mit dem Laden. Ging ganz schnell. So. Gibt es hier auch ein Groß? Ne, das sind die Punkte. Das ist die Neuerung. Ich wollte Gebiet komplett angucken. Wir sehen mal schon, das ganze Gebiet ist groß. Ich habe schon ausprobiert, wenn man alles freigeschaltet hat, man kriegt nicht die ganze Karte. Mal gucken mit Mods. Die ist nur ein bisschen größer als City Skylines 1. Dann mal legen wir mal los. Was haben wir hier? Straße. Können wir hier ganz gut bauen. Hier sind noch ein paar Flugzeuge, die lang fliegen. Dann bauen wir mal das Neue jetzt mit den Straßen nach plus Wasser und Stromabwasser und ich habe gesehen und kostet auch Geld die Straßen. Nicht so viele bauen. Jetzt schalten wir mit Punkten die nächsten Gebäude frei. Nehmen wir den Feldweg. Nee, doch. Aber Strom? Nee, ist auch gleich. Dann bauen wir so weiter. Mal gucken, wie das City Skyline 2 ist. Das erste Spiel war auch richtig gut. Gucken, wie der Nachfolger sich anstellt. Noch ein bisschen dazwischen Verbindung, dass nicht so viel Stau gibt. Könnten auch so. So. Dann müssen wir uns um Wasser kümmern. Strom. Kraftwerk jetzt ein bisschen teuer. Unter als 70.000. Wie viel haben wir? Mal gucken, wo wir die Windräder bauen. Hätte gerne hier. Ach, der Seemess. Viel Strom ist produziert. 2. Wir brauchen 5. Man zeigt ja nicht die stärksten Wind an. Dann müssen wir jetzt mit den Kraftwerk. Nimm mal das Windrad.
Da brauchen wir eine Stromleitung. Es gibt jetzt wieder zwei mit Umspannwerk. Jetzt muss man zu meinen Straßen verbinden. Zack, und ist verbunden, das ist neu. Sieht man auch verbunden. Dann kümmern wir uns jetzt um Wasser. Ich würde da sagen, wir nehmen. Oh, ist hier genug Platz? Hier fahren die Schiffe lang. Dann würde ich sagen, hier normale Pumpe und Abwasser kommt hier hin. Ist schon automatisch verbunden. Den Frischwasser einmal verbinden mit den. Jetzt hätten wir schon mal Frischwasser und Abwasser. Muss man genau hingucken. Muss man hier wählen. Und dann. So. Irgendjemand will noch eine Straße. Die Wasserpumpe. Haben die mal Feldweg. Es gibt auch noch mehr Straßen, aber mit dem Freischreiten ist es ein bisschen schwierig. Man schreitet jetzt den Punkten frei, wenn man baut oder ein mehrere Gebäude baut, dann kann man jetzt sagen, kann man seine nicht Gebäude verbessern, und Gebäude hier freischalten, muss man sowas sammeln, kann man es freischalten. So, dann bauen wir mal die ersten Gebäude. Kleine Wohnung, Häuser und bisschen Gewerbe. So. Dann brauchen wir noch Industrie und die Industrie werde ich hier so machen. Haben mit einer größeren Straße. Kostet die auch Geld? Ganz viele Punkte kriegen wir dafür. Eigentlich brauchen wir 300 Einwohner und dann hätten wir eigentlich den nächsten Meilenstein, aber hier ist es ein bisschen anders. Jetzt kommt ein bisschen Verschmutzung, aber die ist nicht so doll wie beim ersten Teil. So. Wird noch gebaut. Kommt noch ein Gewitter. Wir haben die Gebäude jetzt auf nicht europäisch, Nord. Es gibt zwei Arten von Gebäuden. Mal gucken, welche wir haben. So, wir haben Wasser. Haben wir nicht. Haben wir doch. Ist verbunden. Wir haben verbunden. Ja, haben wir. Warum funktioniert es nicht? Mal gucken, wie die Häuser gebaut werden. Sollte doch eine Verbesserung sein. Oder muss noch Baustoff hingebracht werden? Wird noch gebaut. Muss ich mal gucken. Die kommen noch mal an. Benutztiere. Jetzt haben wir Sommer. Ist gerade ein Flugzeug rüber geflogen. Muss auch woanders eine Stadt geben. Es fliegt ja tief. Ich sehe es gar nicht. Hier haben wir Maschinen und ich weiß nicht, was die. Gibt es bestimmt eine andere Stadt, die man mit. Die mit Strom versorgt. Da kann man Strom einkaufen.
Mal gucken. Wir produzieren noch genug Wasser. Und Abwasser haben wir auch. Den Eimer verbinden. So, hätten wir. Es wird gebaut. Haben wir eine große Brücke. Man kann auch richtig weit rauszoomen. Das ist eine große Insel. Da haben wir hier noch ein bisschen Stück von Land. Die gehören nicht mehr dazu. Ein bisschen hier, aber man muss sich entscheiden. So, Abwasser wollen die nochmal. Ich hab da verbunden. Muss man unterirdisch gucken. Soll jetzt auch Straßenbahn geben und neu dazu da verbunden. So. Was hatten wir jetzt? Strom hätten wir, so ein Kraftwerk. Kohlekraftwerk kostet ja auch Geld. Gibt auch Solar. Sind noch die alten. So viele sind es ja nicht. Staudamm ist auch dabei. Ein paar Gebäude. Kann ich noch nicht freischalten. Meerabfuhr hat mir auch dabei. Bildung. Feuerwehr, Polizei. Bushaltestellen. Schon fertig? Nee. Sprung mal ein bisschen vor. Und das Spiel läuft flüssig. Mit dem letzten Update oder wie? Da waren es nur 10. Nee. 16 Frames. Jetzt sind es ein bisschen mehr. Aber so mehr man sich ausbreitet, umso schlimmer wird die Performance. Das Spiel läuft nicht nur nicht rund. Wir spielen auf die höchsten Einstellung. Wann kommen die? Wir wollen noch ein paar Einwohner haben oder Bevölkerung. Wir machen jetzt Minus. Kann ich gucken. Ich nicht gucken. Wir haben noch alles. Haben die fertig gebaut? Wie schnell ging es denn? Die Häuser tauchen einfach so einfach auf. Ist mir aufgefallen. Eigentlich sollten die gebaut werden langsam, aber ist einfach aufgeploppt. Ist der erste Kritikpunkt. Der zweite mit der Performance. Aber ist jetzt besser? Das ist ja nicht so toll, dass die Gebäude einfach auftauchen. Dann weiß man gar nicht, ob man was falsch gemacht hat. Doch krass. Die Brücke aus. Die war schon. Gibt auch Gebäude, die schon hier. Die war schon. Es gibt auch alte Gebäude hier auf der Karte, aber. Mehr Anfrage. Ich habe da schon sehr viel gemacht. Da können wir noch ein bisschen mehr Wohngebiet. Mal es voll machen. Zack. Hat sich ein bisschen was geändert. So. Muss noch gucken mit der Lautstärke. Verkehr. Kein Stau.
Hier ist Lautstärke. Das Windrad ist am lautesten. Aber nur da, wenn man so baut. Die Autobahn. Und sind die Züge sehr laut. Hier mal sehr viel Wald. Können wir mal gucken. Nee. Ressourcen wollte ich gucken. Da wollte ich gucken. Geht nicht. Mit einem Frachtschiff. Sieht auch gar nicht so unterschiedlich aus. Ich bin jetzt Nordamerika oder wie? Hat ein bisschen Kohle. Ist dabei. Sich nicht statt von entfernt. So, Bevölkerung sollte eigentlich hochgehen. Wir spielen mit voller Geschwindigkeit. Hier sind die einzigen Arten Gebäude. Nordamerika spielen wir ja, Nordamerika. Sollten die anders aussehen, aber so wirklich sieht das Containerschiff nicht anders aus. Kommen die ersten. Wir haben gerade noch 0 Einwohner. Es läuft noch. Die Straße. Kommt der erste Bewohner. Die sehen alle irgendwie so gleich aus. Mit den Europa-Skins. Ziel. Ein Gebäude ist noch nicht fertig gebaut, wurde angefangen. Mal gucken, wann das behoben wird. Sonst denkt man, die Gebäude sind noch nicht fertig. Wasser passt. Strom. Und einmal vorspulen. Bitte Spur Kleinstraßen. Wie groß ist die Brücke, die wir bauen können? Schnellstraße gibt es auch. Kreuzung. Können wir den Staub erheben? Mehr gibt es jetzt hier auch keinen Stau mehr. Kann man auch die Ampeln einstellen. 11 Bewohner. Zufriedenheit. Mittel. Muss mal gucken bei Parks. Aber ist noch nicht freigeschaltet. Die Gebäude tauchen aus. Einfach aus nix auf, sind einfach fertig. Hat das erste City Skylines besser gemacht. Aber das zweite City Skyline macht bei manchen Sachen auch, ist besser als der erste Teil. Grafik, aber das Spiel läuft noch nicht so rund. Was müssen wir noch bauen? Bevölkerung erhöhen. Könnten Gaskraftwerk, Kohlekraftwerk, Kernkraftwerk. Könnten ein paar Sachen ausbauen. Hab auch gesehen, es gibt Züge, gibt's Straßenbahn, U-Bahn, Schiff, Flughafen, kleiner Flughafen, großer, ein Raumfahrtzentrum. Das gab es auch beim ersten. Jetzt muss man. Die Nachfrage ist sehr doll gestiegen. Mal einmal
noch ein bisschen ausbauen. Hier, hier haben wir eine große Straße. Eine kleine Straße. Viele fehlen noch Punkte. So. Könntest du auch so machen? Nee. Da können wir noch mehr Wohnhäuser. So. Die tauchen einfach aus nichts aus und Performance. Es läuft jetzt ein bisschen besser, aber. Mal gucken, wenn ein großer Patch kommt. So. Industrie. Wollten die auch noch ein bisschen mehr. Immer. Können sich hier ausbreiten. Fehlt denn noch? Meilenstein. 750 Punkte. Kleines Dorf, Mittedorf, großes Dorf. Kleine Stadt, Mittelstadt. Und dann bis Großstadt. So ganz schick aus. Jäger. Großstadt. Ja, nur ein paar Sachen schaltet man frei und dann bekommt nichts, gibt's nur ein bisschen mehr Geld. 100.000, 50.000, 200.000. Wir haben es schon fast geschafft, die erste Stufe. Versuchen wir noch diese Folge zu erreichen. Mittelkreisverkehr, großer, sehr großer. Könnten wir überall sitzen. Ist ja eigentlich die Straße ganz gut. Wie es aussieht, nicht so. Ja, geht. Mal gucken, was sich mit dem Stau geändert hat, mit dem Verkehr. Beim ersten haben die drei Spuren ausgelassen und nur eine benutzt und dann war nur Stau. Mal gucken, wie der Verkehr jetzt nur so eine Spur ausnutzt. Ob er jetzt alle drei benutzt oder vier oder nur eine. Wir können auch nichts freischalten. Aber wir können es uns kaufen, die Punkte. So, Umsperrbank. Einfach bauen. 30. Zack. Reiß mal ab. Ich weiß gar nicht, für was man braucht. Bestimmt für große Strommengen. So. Hätten wir. Uns mal kurz angucken. Können wir schon Stadtviertel einlegen? Nee. Berühmte Gebäude. Gibt's auch. Büro. Hochhäuser, ganz große. Ja, die Bäume, wie die aussehen. Ja, Gewerbegebiet. Ein paar Wohngebiete auf der kleinen Insel. Industrie haben wir da hinten. Wie es mit der Umweltverschmutzung aussieht. Können wir mal gucken.
Wohngebiet ist gut. Gemüse, Baumwolle, Nahrung. Braucht man einen Hafen dafür? Haben wir es freigeschaltet? Gebäude sind unterschiedlich. Aber die sehen nicht alle so gleich aus. Sind alle Nordamerika angelegt? Fabriken.